Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Blind Base. So, bevor ich jetzt noch endgültigen Schreikrampf kriege, muss ich mal gucken. Irgendwas. Wir brauchen hier dringend noch eine Kleinigkeit. Die habe ich bisher noch gar nicht gebaut und auch mir ein bisschen, ich muss dazu sagen, ich habe das ein bisschen verpennt. Ein Kontrollzentrum brauchen wir nämlich noch. Da bauen wir gleich hier eins her. Das Kontrollzentrum sichert uns und unseren Leuten momentan erstens Sicherheit und zweitens, und das ist für mich meines Erachtens fast noch ein Ticken wichtiger, nicht nur Sicherheit, die ist natürlich wichtig, ganz klar, selbstredend quasi, der Nebeneffekt ist, wir können die Leute reinholen, wenn ein Sturm kommt. Und das ist, finde ich, das ist ein Sicherheitsaspekt, der ist extrem wichtig. Wie gesagt, Arbeitsaufwand enorm, müssen wir ein bisschen im Auge behalten. Genauso auch wie diese Aufbereitungsanlage, die wir hier noch vorhatten. Und wie der Kantinenbereich, den wir hier noch vorhatten. Und wie der Sauerstoffbereich, den wir hier noch vorhatten. Und dann habe ich. Ich verspreche es euch, ich höre auf. Ich höre jetzt auf. Es ist okay. Es ist okay. So, wir haben jetzt auf jeden Fall massig zu tun. Massig Arbeit vor uns. Aber ich habe die Hoffnung, dass es damit jetzt richtig gut läuft. Und dazu holen wir uns jetzt wieder Kolonisten. Und zwar Biologen. Ein paar Wachen. Eine haben wir jetzt aktuell. Einen Sunny brauche ich noch. Und dann passt die Sache hier erstmal. Das holen wir uns jetzt. So ist der Aufgabenbereich. Und wir brauchen Folgendes. Eine Kleinigkeit fehlt nämlich noch. Und zwar brauchen wir eine Bar. Die kommt hierher. So, und jetzt ist aber gut. Mehr kann ich nicht machen. Hier ist zum Glück wieder vorrätig. Hier ist auch vorrätig. Also das funktioniert jetzt mittlerweile schon richtig gut. Neben der Produktion bauen die weiterhin Werkzeug. Also das finde ich auch echt klasse. So, hier ist gerade echt viel Betrieb auch. Das ist super. So, hier läuft es. Wie gesagt, also da wird jetzt ziemlich viel los sein, auch in der nächsten Zeit. Vermute ich zumindest mal. Viele werden jetzt hier rauslaufen und werden auch bauen und machen und tun. Hier ist weiterhin die Produktion am Laufen, was ich auch sehr begrüße. Und die Jungs sind extrem wichtig. Das ist jetzt ein Biologe. Sehr schön. Hier unten dringend benötigt. Also da fehlt es gerade noch massiv an Biologen. Brauchen tun wir das auf jeden Fall. Kurzer Netzcheck. Netzcheck 38 von 50. Wir bauen zum Glück noch einen neuen Sauerstoffgenerator hier unten auf. Was, wie gesagt, nicht von ungefähr kommt. Wir wissen ja, dass es knapp wird. Neues Heilfeld ist auch am Start. Das wird super. Das wird super. Ich bin mir da ziemlich sicher. Ja, die Knochenbrüche, die machen mich irgendwie noch kirre. Mittlerweile hat sich schon eine halbe Kolonie alle Knochen im Leib gebrochen. Ich darf nichts mehr bauen. Ich weiß. Viele von euch schreien wahrscheinlich schon wieder. Du Wahnsinniger! Schau dir mal dieses Bauprojekt an, du Irrer. Ja? Sag ich, ja, es tut mir leid. Ich hätte so gern und dann wollte ich und dann ist passiert und jetzt ist alles so. Ja, aber unsere Leute arbeiten hier im Akkord. Das ist natürlich der nette Nebeneffekt an der ganzen Geschichte. Hier ist richtig gut Action. Und diese Action, die wird sich jetzt da unten auch ziemlich schnell widerspiegeln. Liegt aber auch vielleicht daran, dass wir halt echt gut einstellen gerade auch. 10 Leute noch, dann ist Ende. Also noch so maximal in drei Fähren, die hier, oder drei Shuttles, die hier runter landen, ist auf jeden Fall Ende. Eine Kleinigkeit müssen wir trotzdem schon mal anfangen. Weil jetzt wird mit den Schlafmöglichkeiten auf jeden Fall mega, 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 mega gering. Und wir können nichts mehr tun, als hoffen, dass das ein bisschen abfedert. Was es aber auch tun sollte. Sollte auch die Moral ein bisschen hochbringen, wenn die Leute eben schlafen können. Hier in unserem Essensbereich momentan, wie gesagt, starke Frequenz. So gut wie immer belegt.
Auch wenn wir genug Nahrung haben, ist es ganz wichtig, dass diese Kantine hier bald fertig wird. Aber es wird sie auch, da bin ich mir ziemlich sicher. So, die Produktion läuft. Nochmal ein Arbeiter. Ist okay. Das ist okay. Jetzt gucken wir mal gerade. Ach, das ist super. 1A. Oh, 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 oh. Alle raus mit euch. Wir müssen euch wieder reinholen. Da kommt noch einer. Das war aber auch der letzte, hoffe ich. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen übersehen. Sollte passen. Wenn nicht, sollte der hier vorne stehen und warten, ob er rein darf. So, hier wird jetzt auch gerade produziert, ist okay. Die jetzt alle drin sind, das ist aber auch wieder, wie gesagt, ein netter Nebeneffekt. Dass jetzt natürlich auch die ganze Produktion für den Betrieb hier verwendet wird. Das heißt auch, dass zum Beispiel Bioplastik jetzt hergenommen wird für den dringenden Betrieb in der Colony. So, läuft alles wieder. Da ist auch schon fast fertig. Also auch hier fehlen nur noch zweimal. Okay, wir haben nur noch ein einziges Ersatzteil. Das ist super wenig. Vollbetrieb. Auch Betrieb immerhin. Wie gesagt, jetzt, das ist so die große Baustelle, die wir gerade haben. Danach ist erstmal Ruhe für uns alle angesagt. So, nochmal eine Sicherheit. Wie viel haben wir denn jetzt aktuell von den Sicherheitsjungs? 3. Schon mal gut. Das ist schon mal sehr gut. Wie viel haben wir frei? 1 frei. Okay, das ist nicht viel. Das heißt, wir haben keinerlei Vorräte, weil hier alles wegkommt. Hier wird nachproduziert, das ist auch wichtig. Und das wird, ihr merkt schon, es ist einfach zu wenig hier. Der Platz reicht schon lange nicht mehr aus. Wir müssen hier in Etappen essen und das ist natürlich weniger gut. Dafür haben wir natürlich zusätzlich nochmal einen Haufen Leute, die sich wirklich alle Knochen gebrochen haben. Wir könnten jetzt mal Folgendes machen. Wir schalten jetzt mal ganz kurz die Minen aus. Holen die Leute heim. Hier ist auch ziemlich voll schon, aber es ist noch einigermaßen okay. Wir haben nämlich 17 Erze aktuell vorrätig. Das ist ein super, super geiler Wert. Und den kann man so eigentlich erstmal laufen lassen. So, und jetzt machen wir mal ganz kurz den hier nochmal aus. So, der ist aus. Einfach damit hier mehr Leute arbeiten können, parallel. Vielleicht auch mal ein bisschen Erholung eintritt. Hier oben noch was? Ja, hier oben kann die nächste Turbine gebaut werden. Sehr wichtig. Weil jetzt momentan knapp am Limit, jetzt im Plus. Wenn die neue gebaut ist, dann auf jeden Fall im Plus. So, wie schaut's hier aus? Ja, die Medikamente sind halt jetzt echt wichtig. Könnten wir eigentlich mal ganz kurz was anderes machen? Und zwar, wir lassen mal einen Händler kommen. Da ist er auch schon. Der hat nur drauf gewartet. Der ist im Kreis geflogen. Ah, herrlich. So, was geben wir dem dafür? Ein paar Steaks können wir ihm geben. Heilkräuter im Gegenzug. Eins lassen wir uns. Schauen wir mal. Perfekt, okay. Lasst uns handeln. Die Medikamente sind gerade absolut viel wert und deswegen ab damit.
Wie gesagt, das bringt uns wieder ein paar Leute, die wieder flott arbeiten können. Wir haben ja eh mehr als genug Leute, die momentan rumkrebsen. So, hier ist das Kontrollzentrum mittlerweile fertig geworden. Können wir auch einmal so eine kleine Sicherheitskontrolle können wir hier einrichten und eine Waffenkammer. Nur für alle Fälle. Ja? Kann dann schon mal wenigstens einer die Räume observieren. Hier ist gerade ein Betrieb, ey. Ja, na gut, die schleppen jetzt gerade. Bin ich froh, wenn die neue Aufbereitungsanlage fertig ist. Dann geht das nämlich alles ein bisschen schneller. Aber die dauert noch ein bisschen. Schade, hier geht nichts mehr. Wir könnten hier nochmal eine Schleuse herbauen. Aber die will ich eigentlich nicht. Boah, schaut das übel aus hier. Na, die Nacht ist gerade reingebrochen. Gucken wir mal schnell, viel fehlt nicht mehr. Irgendwie habe ich so den Eindruck, dass wir fast nichts an Nahrung verlieren. Das wird so schnell wieder nachproduziert oder weggelagert, je nachdem, dass wir da eigentlich gar keine Probleme haben. Wir haben Vergnügungsmangel gerade. Haben wir die Kneipe? Ja, ist in Arbeit. Ja, die mögen das Tragen für Ressourcen nicht. Da stehen die überhaupt nicht drauf. So, jetzt gucken wir mal schnell. Beispielsweise hier oben die Schleuse. Hier, der Sauerstoffgenerator wird überwacht. Die Schleuse leider momentan nicht. Die Fabrik wird überwacht. Das wird überwacht. Das ist sehr gut. Beim Schlafen schaut er den Leuten auch zu. Das ist ein Schweinbär. Ich sehe es. Ich sehe das kommen. Wir schalten wieder an. Komm, das hat keinen Wert. Es wird deswegen auch nicht schneller oder weniger schnell werden. Aber bevor den Leuten langweilig wird, das können wir uns auch nicht leisten. Oder wollen wir uns zumindest auch nicht leisten. So, die Kantine hier unten wird gut sein. Das ist auch in Ordnung. Das hier unten ist auch gut. Jetzt müssten wir bloß langsam wirklich mal ein bisschen Ruhe reinkommen. Schauen wir mal. So, jetzt können wir mal wieder kurz ausmachen. Ich habe genau das bekommen, was ich eigentlich wollte. Nämlich einen Haufen Medikamente. Das sollten jetzt, im Prinzip sollten jetzt alle Sunnies losrennen. Tun sie auch. Und das Zeug reinholen, denn hier haben wir ziemlich viele, ziemlich Verletzte. Wie gesagt, der Kantinenbereich ist eine Katastrophe. Da reicht nie mehr aus für so viele Leute. Und da sieht man auch ziemlich stark, wie sich das hier mit den Mahlzeiten bei Spitzen nach unten drückt. Also da teilweise zwei Mahlzeiten noch übrig. Das ist ein bisschen heftig. Das ist nicht okay. So. Dafür gleich wieder die nächsten. Die werden auch gleich behandelt. Also jetzt läuft da wieder mal ein bisschen was. Finde ich sehr gut. So, hier läuft auch ein bisschen was. Schaut hier aus, das ist okay. Alles klar. Puh, haben wir wieder einen Blick drauf. Okay, hier unten wird's. Das wird auch sehr schnell sehr gut sogar. Ach, meine Lieben, das ist doch mal entspannt. Ich muss sagen, das passt mir eigentlich optisch ganz arg. Bloß ein Bildchen machen. Sonst habe ich wieder kein Thumbnail. So wie immer. So.
Hier ist auch ein cooles Thumbnail, finde ich. Ist auch irgendwie cool mit dem Wassertank hier. Hier ist auch immer die Hölle los bei der einen Luftschleuse. Ich meine, das ist die einzige, ne? Das Problem müssen wir auch irgendwann beseitigen, indem wir das Ganze hier runter verlagern mit großen Landepads auch und solchen Geschichten. So, die neue Kantine ist fertig. Herz allerliebst, meine Freunde. Ah, das geht ja nicht mehr. Die Einzeltische sind eh besser. Eine Pflanze kommt hier rein, dann kommen hier noch ein Haufen Monitore her. So, Haufen Monitore for the win. So, dann können die das nämlich jetzt alles schick bauen. Und mit der neuen Aufbereitungsanlage hier unten werden wir auch noch glücklich werden. Vor allem bei Schneestürmen. Sandstürmen, ja genau. Bei Schneestürmen werden wir da auch sehr glücklich werden. Hier wird auch schön gegessen am Boden, weil die Sitzplätze wieder nicht ausreichen. Die armen Schweine. So, hier kommen nämlich die ersten Fabrikatoren. Produzieren hauptsächlich noch Salate. Lassen laufen, den Jungen lassen laufen. Wieder 9 Heilpflanzen. Es liegt aber auch an unserem neuen Heilpflanzenfeld, das hier oben ist. Ich meine, das wird zwar nicht so arg gepflegt, wie ich es gerne hätte, aber immerhin. So, was wird jetzt hier noch gemacht? Viel fehlt da insgesamt schon nicht mehr drauf. So, der erste kleine Tisch hier unten steht schon. So, hier wird auch noch was hergestellt. Sehr schön, sehr, sehr schön, gefällt mir. Grundlagen, leider. So, okay. Kurzer Blick riskiert. Wie viel fehlt hier unten noch? Ja gut, das kann jetzt ein bisschen dauern, bis das fertig wird. Aber das nimmt hier oben ein bisschen den Druck weg. Ne? Weil die viele laufen jetzt hier runter und sagen, ja, wir arbeiten doch hier, also warum gehen wir nicht in die Kantine? Dann ist die hier oben nämlich nicht mehr so die einzige und weil sie halt so klein ist, dann auch natürlich völlig überlaufen. Sondern viele gehen jetzt auch von Haus aus hier runter und nehmen die große Kantine lieber. Auch wegen den vielen Monitoren, selbstverständlich. Ja, aber die nutzen das hier. Die wollen das so. Vielleicht. Gucken wir mal. So, hier sind noch 2 Bioplastik notwendig. Das wird hier alles gerade voll gemacht. Ja, mit dem Bioplastik, das läuft jetzt dann auch bald wieder ein bisschen besser. Wie gesagt, neue Fabrikationsanlage, dann geht das hier ab wie sonst was. Schlafplätze schauen gut aus, sie ist voll. Gucken wir mal, ob hier auch voll wird. Ziemlich. Also, jetzt ist gerade Schichtwechsel, also es werden wieder Plätze frei. Also es ist immer, momentan sind wir hart am Limit, aber es ist immer noch ein Platz frei. So, gucken wir mal, 3 Bioplastik. Holen wir mal noch einen Sacken voll Kolonisten rein. Ich brauche hauptsächlich nämlich noch wieder weitere Biologen. Wir steigern das jetzt mal. 70% Biologen möchte ich auf jeden Fall noch haben. Weil das können wir auf Dauer nicht so lassen. Ihr könnt für so viel mehr gehen. Wie viele Kranke? Wieder 3, 4, 4 sehe ich jetzt aktuell. Der Bedarf ist ja nicht nur da, sondern er könnte auch erledigt werden mit diesem neuen wunderschönen Aufbereitungsgerät.
Werden wir sehen, meine Lieben. Aber erst, ihr wisst es ganz genau, ich weiß es, ihr wisst es in der nächsten Folge. Denn dann geht es natürlich selbstverständlich wieder weiter. Bis dahin, habt eine wunderschöne Zeit. Lasst euch gut gehen. Tschüss mit Öst, tschö mit Ö. Euer Zwerg auf Zwergcube. Ciao.